Ja, wir haben 7 Uhr, 19 Uhr. Herzlich willkommen, liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer, zu unserem heutigen TZ Bank Webinar Trading für Berufstätige und Vielbeschäftigte. Wir sind bereits im Dezember. Wir haben unser vorvorletztes Webinar in diesem Jahr. Die meisten von Ihnen werden mich wahrscheinlich kennen. Mein Name ist Markus Landau und ich freue mich, dass Sie heute Abend wieder bei uns zuhören und zu Gast sind. Ich möchte ganz herzlich heute meine beiden Kollegen, Dirk Oppermann und Armin Kremser bei uns begrüßen, die Spezialisten für die technische Analyse bei uns im Hause. Ja, das Thema des heutigen Tages, Sie sehen es alle wahrscheinlich auf Ihrer und hoffentlich auf Ihrer Folie, The Big Picture, technische Analyse der DZ Bank. Ja, wir wollen Ihnen natürlich einen übergeordneten Blick geben auf die internationalen Aktienmärkte. Darauf wird heute auch der Fokus liegen. Ja, aus technischer Sicht her. Und ich bin gespannt, was die nächsten Stunde, ja, Dreiviertelstunde, Stunde, spannende Informationen von Dirk und Armin in der Präsentation geliefert werden. Ich möchte jetzt aber gleich einsteigen und Ihnen zeigen, was Sie heute erwartet, damit Sie es nochmal bildlich vor sich haben. Wir fangen an, The Big Picture, das große Ganze, die technische Analyse. Und hier wird sich der Fokus heute, ich habe es gerade eben gesagt, wir werden das auseinandergliedern zwischen europäischem Aktienmarkt und dem internationalen oder eher US-Aktienmarkt. Den ersten Part wird der Dirk übernehmen, die europäische Variante, und den US-amerikanischen Markt beleuchtet dann der Armin. Ja, zweiter Tagespunkt hier auf der Liste steht DAX. Möchte Ihnen gerne nochmal unseren Produktfilter vorstellen und nachdem wir entsprechend gehört haben, was in den entsprechenden Märkten ja, vor sich geht, würde ich gerne den Fokus hier auf den DAX setzen. Es gibt keine wirklich konkrete Trading, kein konkretes Trading-Setup heute auf den DAX. Aber wir werden natürlich Ihnen sagen, warum wir das heute nicht liefern. Und in dem Zusammenhang möchte ich Ihnen aber zeigen, wie Sie unsere Long- und Short-Produkte finden. Bevor es allerdings in Medias Res geht, werde ich Ihnen natürlich hier nochmal unsere rechtlichen Hinweise vorlesen. Was ich eben vergessen hatte zu sagen, es wird wahrscheinlich wieder so sein, dass wir die Fragen, die meisten Fragen am Ende im Nachgang beantworten werden. Wenn die eine oder andere Frage beantwortet werden kann, während des Webinars werden wir das tun, aber wahrscheinlich eher dann im Nachgang. Kommen wir zu den rechtlichen Hinweisen. Erster Punkt hier auf der Folie: Das Webinar richtet sich an kundige Selbstentscheider mit Erfahrungen in Hebelprodukten. Dann sind die entsprechenden Produkthinweise, die hier zu den Hebelprodukten gegeben werden, nur zu Demonstrationszwecken zu sehen und nicht als Empfehlung zu verstehen. Und die Hebelprodukte, die wir hier immer besprechen, das sind ja meistens die Endlos-Turbos. Hat sich so eingebürgert, damit einfach die Transparenz hier auch gewahrt bleibt, ist zum einen das Totalverlustrisiko, was diese Knockout-Produkte mit sich bringen, und das Emittentenrisiko, was in der Regel eher für mittellängerfristige Produkte interessant ist. Aber wir wissen ja alle nicht, wir haben es ja auch in der Vergangenheit gesehen und mitbekommen, dass das Emittentenrisiko nicht zu vernachlässigen ist und dass es im Nachhinein immer wehtut, wenn man da nicht drauf schaut. Das kann zumindest so sein. Ja, deswegen würde ich gleich zum ersten Tagespunkt übergeben. Der Dirk fängt an und der wird sich wahrscheinlich jetzt die Moderatorenrechte krallen und sich dann lautstark melden. Und ich sehe, der Bildschirm ist live, bei mir zumindest. Und ich melde mich dann nach Dirk und Armin später, wenn es mit dem entsprechenden Produktfilter dann weitergeht. Würde mich freuen, wenn Sie da noch mit dabei sind. Ja, vielen Dank, Markus. Dann darf ich Sie auch wieder recht herzlich willkommen heißen. Auch von meiner Seite zum heutigen Webinar starten muss ich auch wie immer mit ein paar rechtlichen Hinweisen. Mein Vortrag, meine Präsentation dient ausschließlich Informationszwecken. Ich werde hier also keine Anlageberatung heute durchführen. Ja, das war's auch schon. Und dann können wir loslegen. Und für diejenigen, die schon länger dabei sind, die wissen genau, wenn ich starte, ja, dann gibt es immer erstmal den großen Überblick über die Finanzmärkte. Auch wenn ich charttechnischer Analyst bin, habe ich gelernt, gerade in den letzten Jahren, wie wichtig die politische Situation zu interpretieren ist für die Analyse, für den Ausblick, den man geben kann. Und deswegen starte ich auch heute wieder für mich die Finanzmärkte im Griff der Politik. Wie sieht die aktuelle Situation aus nach den US-Midterm-Wahlen? Ganz eindeutig die geldpolitischen und fiskalpolitischen Impulse, die wir seit der Finanzkrise mehr oder weniger meiner Meinung nach dazu geführt haben, dass wir so einen Bullenmarkt über 10 Jahre in den USA für die internationalen Aktienmärkte hier herausgebildet haben.
die schwächen sich deutlicher ab. Und unter diesem Aspekt zunächst einmal die Punkte, die ich jetzt hier schon beschrieben habe. Einmal die Geldpolitik. Die FED stellt ja bis Ende 2019 vier weitere Zinserhöhungen in Aussicht. Und auch die EZB beginnt in diesem Monat die Netto-Neukäufe der Anleihen zu beenden. Fängt also an, sozusagen auch aus diesem expansiven Geldpolitik herauszukommen und mehr oder weniger jetzt in ein anderes Fahrwasser hineinzukommen. Und nicht zuletzt die große Unsicherheit America First von dem US-amerikanischen Präsidenten. Es droht weiterhin ein globaler Handelskrieg. Das sind die großen Elemente, die auf den Finanzmärkten und auch insbesondere auf den Aktienmarkt lastet. Und unter diesem Aspekt muss man momentan nicht auch die Situation genauer analysieren. Und da hat sich ja in den vergangenen Handelstagen ja ganz Wichtiges ereignet. Einmal hat sich am letzten Mittwoch der FED-Chef Powell gemeldet und hat in einer Ansprache mehr oder weniger angedeutet, dass in der Zukunft ein vorsichtigeres Vorgehen zu erwarten ist von seiner Seite. Manch einige Marktteilnehmer haben das dahingehend interpretiert, dass eine Zinspause im kommenden Jahr möglich ist. Sie sehen also im Vorfeld eher mal so nochmal drei Zinserhöhungen für nächstes Jahr 2019. Und jetzt geht man schon ein bisschen mehr davon aus, ne? Da könnten doch mehr oder weniger eine kleine Pause eintreten, bevor dann der Zinserhöhungsprozess sich fortsetzt. Das ist gerade am vergangenen Mittwoch sehr, sehr positiv in den Vereinigten Staaten aufgenommen worden. Dort haben wir einen positiven Kursimpuls gesehen, der aber ein bisschen in Europa und Deutschland an uns vorbeigelaufen ist. Ganz anders die letzte Entwicklung, die wir gesehen haben mit dem Treffen des US-Präsidenten mit seinem chinesischen Amtskollegen. Dort wurde ja am Rande des G20-Gipfels in Argentinien mehr oder weniger auch in Aussicht gestellt, dass Anfang Januar die nächste Runde der Strafzölle nicht durchgeführt wird, sondern mehr oder weniger so eine kleine Pause auch hier zu erwarten ist. Und wenn man das alles mal so zusammenfasst, was in den vergangenen Handelstagen passiert ist, da merkt man schon, dass hier wieder die Politik versucht, einen kleinen positiven Impuls den Aktienmärkten zu geben. Denn eigentlich, das sieht man hier sehr schön, befinden wir uns in einem zyklentechnisch saisonalen, sehr, sehr positiven Aktienmarktumfeld. Das heißt eigentlich, wir müssten erwarten, dass die Märkte hossieren, eine richtige bullische Bewegung seit Anfang Oktober etablieren. Aber es scheint momentan nicht ein bisschen ins Stocken geraten zu sein. Und gerade auch Trump schaut sehr stark auf die Finanzmärkte, denn er will ja wiedergewählt werden. Und ihm passt das gar nicht, dass wir hier irgendwie eine Ernüchterung reinkriegen. Und deswegen also hier von Seiten der Geldpolitik, als auch von Seiten der Fiskalpolitik in den USA, der Wunsch hier einen Impuls zu setzen und dann vielleicht doch noch einen freundlichen Dezember zu etablieren. Denn auch die Geldpolitik, die hat eigentlich einiges schon, sage ich mal, durchgeführt, was darauf hindeutet, dass wir uns in einer Blase befinden. Sie sehen hier blau, das ist die Geldmenge in den Vereinigten Staaten und orange die Aktienkursentwicklung seit der Finanzkrise. Und diese sind eigentlich zusammen angestiegen. Und wie gesagt, seit etwa Anfang 2014 geht die Geldmenge gar nicht mehr so stark nach oben, aber der Aktienmarkt läuft sehr, sehr gut. Also Sie sehen schon hier, dass ein gewisser Druck auch von dieser Seite, wenn Sie so wollen, das Schmiermittel momentan nicht für den Bullenmarkt bei den Aktien gar nicht mehr so gegeben ist. Und unter diesem Aspekt ist sehr interessant zu schauen, inwiefern hier die Marktteilnehmer und gerade die politischen Marktteilnehmer versuchen, die Wege nicht in einem Crash, sage ich mal, übergehen zu lassen, sondern immer wieder eine gewisse Unterstützung momentan nicht bieten, dass zumindest die Jahresanfangsrallye jetzt anfängt, ihren Lauf zu nehmen. Und unter diesem Aspekt müssen wir insgesamt jetzt auch die aktuelle Einschätzung zunächst einmal beim DAX sehen. Ich fange wie immer an, das deutsche Sentiment mir genauer zu Gemüte zu führen. Und dort können wir sehen, wenn wir zunächst einmal den Optionsmarkt uns genauer anschauen, dass wir von Seiten der gehandelten Puts und Calls auf die DAX-Index-Optionen, dass die aktuell eigentlich einen gewissen Optimismus dokumentieren. Das heißt, sehr viele sich eher mal auf der Long-Seite positionieren, erwarten, dass wir doch jetzt mal in eine positive Jahresendrallye hineinkommen. Und genau das ist ein gewisses Risiko, was ich sehe. Also obwohl die Kurse gar nicht so dynamisch gerade in der letzten Woche angestiegen sind, hat hier sich im kurzfristigen Kontext zumindest ein gewisser Optimismus breit gemacht. Der wird auch bestätigt durch die aktuelle
Umfrageerhebung, die Sentix durchgeführt hat. Dort sehen wir aktuell auch einen leichten, aber doch immerhin gegebenen Optimismus. Das passt zu dem, was wir aus dem Optionsmarkt herauslesen können. Und das ist die linke Grafik. Ganz interessant, demgegenüber strategisch, das heißt also Blick der nächsten Monate, dort sind die Marktteilnehmer eher mal ein bisschen eher vorsichtiger, und dieser Optimismus, den wir im kurzfristigen Kontext haben, muss unter diesem strategischen Kontext betrachtet werden. Denn wenn jetzt eine Jahresendrallye, die erwartet wird von scheinbar der Mehrheit der Marktteilnehmer, nicht sich manifestiert und wir deutlich herunterkommen, gibt es momentan nicht wenige Marktteilnehmer, die strategisch glauben, dass das ein günstiger Einstieg ist, weil einfach dieses strategische Grundvertrauen nicht im Markt drin ist und dadurch auch hier eine gewisse Unterstützung im Markt nicht gegeben ist. Das heißt also, wenn hier Marktteilnehmer aktuell enttäuscht werden, kann durchaus eine stärkere Entwicklung nach unten sich manifestieren. Und das ist für mich die große Gefahr, die wir von Seiten der Sentimentanalyse für die Märkte, für den deutschen Markt insbesondere, ableiten können. Hier nochmal ein Blick, nochmal auf die Zyklentechnik. Dort einen etwas stärkeren Blick auf das nächste Jahr auch hinaus ausgerichtet. Dort können wir sehen, dass wir jetzt nicht nur eine Jahresendrallye und einen positiven Jahresanfang zu erwarten haben. Nein, der US-Präsidentschaftszyklus lässt auch für das nächste Jahr, sogenannte Vorwahljahr 2019, einen sehr, sehr positiven Impuls erwarten. Traditionell ist es so, dass es im Vorwahljahr der US-amerikanische Präsident immer wieder bestrebt ist, ein günstiges Umfeld zu generieren, um dann im Wahljahr eine gute Konjunktur zu haben, und die Maßnahmen meistens ein Jahr vorher durchgeführt werden. Und das führt historisch zumindest dazu, dass wir diesen Zyklus abgreifen können. Vorwahljahr immer eine sehr, sehr positive Entwicklung bis in den September hinein. Und diese gesamte Bewegung, die ja eigentlich den Anfang im Oktober traditionell findet, die ist momentan so ein bisschen in Stocken geraten. Und deswegen auch hier so eine gewisse Verunsicherung auch von Seiten von Trump, dass hier diese Dynamik momentan sich nicht so manifestiert. Bleibt sehr, sehr spannend zu sehen, inwiefern gerade dieser Zyklus sich durchsetzt oder inwiefern wir hier eine gewisse Ernüchterung sehen und dass diese positive Erwartung, die auch im Markt drin ist, dann nicht sich so umsetzt, wie es der Zyklus eigentlich erwarten lässt. Als letztes noch ein Bild zur Zyklusanalyse. Hier habe ich mal den Dezember nur abgetragen, und zwar orange. Das ist der jede einzelne Tag der letzten 120 Jahre im Dezember, und blau, das ist dann der jede einzelne Tag im Gesamtjahresdurchschnitt, auch auf Basis der letzten 120 Jahre. Und dort können wir sehen, dass wir immer von einer sogenannten Jahresendrallye sprechen, aber tatsächlich wir eigentlich einen positiven Impuls im Dezember nur in der ersten Handelswoche erwarten, also in der aktuellen Handelswoche, in der wir uns befinden, und zwischen den Jahren. Dazwischen eher mal so eine Dezember-Delle zu erwarten ist. Und das ist also sehr interessant, dass wir jetzt schauen, dass wir aktuell ein günstiges Umfeld haben, vielleicht ein paar Tage gut zu laufen, dass aber dann vielleicht so eine gewisse Ernüchterung reinkommt und vielleicht dann auch im Jahr, zwischen den Jahren nochmal einen Impuls nach oben zu erwarten ist. Also wie gesagt, der Zyklus muss jetzt sehr, sehr positiv sein, weil die nächsten Handelstage ab nächster Woche nicht so günstig zu interpretieren sind. Und auch hier, wenn jetzt also die nächsten Handelstage nicht sehr positiv laufen, eine deutliche Ernüchterung auch von dieser Seite aus hereinkommt, auch von der Zyklentechnik. Ja, und dann bin ich schon beim ersten Chartbild, beim DAX, mit der Ankündigung von Trump und dem chinesischen Amtspräsidenten, ist es schon zu erkennen, dass wir heute einen sehr positiven Impuls gesetzt haben, gerade zum Handelsanfang einen Gap nach oben gerissen haben. Jedoch, Sie sehen die Tageskerze alles andere als überzeugend. Kein entscheidender Durchbruch nach oben konnte gelingen, auch wenn wir das 61,8% Fibonacci Retracement des letzten abwärtsgerichteten Impulses nach oben genommen haben. Sehe ich aktuell charttechnisch nur ein Kurspotenzial bis 11.690 Punkte bis zum dem letzten Hoch, was wir herausgebildet haben hier im November, war das gewesen, Anfang November. Und hier ist momentan für mich zunächst einmal im kurzfristigen Kontext noch der Deckel drauf. Und auch die Tagesentwicklung heute, wie gesagt, nicht so optimal, dass man momentan schon mehr sehen kann, insbesondere eine Bewegung in Richtung der 200-Tagen-Linie, die verläuft beim DAX bei 12.265 Punkte. Also das sehe ich aktuell nicht. Sie sehen auch schon, die kurzfristigen Indikatoren deuten auch schon in Richtung überkaufter Situation.
eine Bewegung an, die eigentlich im kurzfristigen Kontext auch schon mehr oder weniger heiß gelaufen ist. Also hier sehe ich zumindest kurzfristig 11.690 den Deckel drauf und natürlich im übergeordneten Kontext bleibt es dabei. Das habe ich auch die letzten Male hier im Webinar immer wieder genannt. Kopf-Schulter-Trend-Umkehrformation, die sich über die letzten Monate hier gebildet haben und dann auch nach unten her aufgelöst wurden. Man muss ganz klar sagen, formationstechnisch jede Bewegung unterhalb von 11.870 Punkte der potenziellen Nackenlinie dieser Kopf-Schulter-Trend-Umkehrformation, diese ist negativ zu interpretieren. Also auch eine stärkere Gegenbewegung unterhalb dieser Marke muss in diesem Kontext negativ betrachtet werden. Wir haben zunächst einmal eigentlich ein Anschlusspotenzial bis 10.800 Punkte. Momentan nicht, tun wir uns schwer, diese Marke zu erreichen. Rein aus der Formation können wir jedoch ein mindestens Kurzrückschlagspotenzial bis in den Bereich um 10.100 Punkte ableiten. Da ist es noch ein bisschen hin. Also ich denke mal, mittelfristig ist dieses Risiko weiterhin im Markt. Wie gesagt, solange wir unterhalb der 11.870 Punkte Marke verbleiben. Gehe ich einen Schritt weiter, schauen wir den Eurostoxx 50 Index an. Dort sieht es ähnlich aus wie beim DAX. Auch hier limitiert so ein charttechnischer Widerstand knapp überhalb der 3.280-Punkte-Marke. In diesem Bereich limitiert hier der charttechnische Widerstand die weitergehende kurzfristige Kursfantasie. Auch hier die heutige Tageskerze alles andere als sehr bullisch zu interpretieren. Und unter diesem Aspekt ist das auch mehr oder weniger nur eine Erholungsbewegung im mittelfristig weiterhin intakten Abwärtstrend. Und auch hier im strategischen Kontext beim Eurostoxx 50, sehe ich knapp oberhalb von 3.300 Punkte auch den Deckel für weiter steigende Kurse. Und ich gehe noch einmal davon aus, dass wir es nicht schaffen, nachhaltig in eine Jahresanfang oder Jahresanfangsrallye hineinzukommen im positiven Sinne, sondern dass wir ein gewisses Ernüchterungsrisiko haben und dass ich beim Eurostoxx auch nochmal Kursrisiken mittelfristiger Natur bis in den Bereich um 3.070 Punkte ableiten kann. Ja, das war es auch schon von meiner Seite und da ist es natürlich nicht weit. Ich habe ja schon einige Punkte genannt, wie der US-amerikanische Aktienmarkt zu interpretieren ist, zu sehen ist und ich denke mir mal, der Armin, der jetzt den Part übernimmt, wird hierzu noch einige genauere Aspekte bringen. Ich von meiner Seite sage Dankeschön und wünsche auch, wir sehen uns dieses Jahr nicht mehr, ein schöne Feiertage, schönes Fest und drücke Ihnen die Daumen, dass die Performance gut läuft, so wie Sie sich das wünschen. Das war es von meiner Seite und Armin, du bist dran. Ja, so vielen Dank, Dirk. Dann darf auch ich Sie recht herzlich begrüßen zum heutigen Webinar. Ich werde jetzt nahtlos weitermachen mit dem US-amerikanischen Aktienmarkt. Dirk hat ja jetzt sehr, sehr eindrucksvoll die europäischen Märkte mit dem DAX unter anderem vorgestellt, wo natürlich die Zeichen ganz auf Bässe stehen. Schauen wir mal, was die US-Indizes machen. Und ja, da schauen wir uns zuallererst, wie immer, den S&P 500 an. Und da hatte ich ja letztens gesagt, im letzten Webinar, dass ich mir durchaus vorstellen könnte, dass wir hier oben noch ein bisschen weiterlaufen, bevor wir dann einen erneuten Rücksetzer sehen sollten. Nun, der Rücksetzer kam leider sofort am Widerstandsbereich um 2.815 Punkten. Dennoch führte dieser Rücksetzer zu einem weiteren Standbein, zu einem zweiten Standbein, sodass wir jetzt hier eben zwei Korrekturbeine ausgeprägt haben. Folgerichtig jetzt auch hier die Rallye, die jetzt kurzfristig nach oben läuft und die auch heute ja nochmal hier ein Gap nach oben gerissen hat. Das ist hier ein End-of-Day-Chart. Insofern ist also die Kerze, die Sie hier sehen, die heutige Kerze von, ich sag mal, vor 2 Stunden, als ich die Präsentation hier fertiggestellt habe. Und jetzt hat natürlich diese Rallye zu einer überkauften Situation geführt hier im kurzfristigen Kontext. Und da muss natürlich auch wieder ein bisschen jetzt konsolidiert werden. Ich zeige Ihnen das nachher noch anhand unserer saisonalen Erwartung, wie da der genaue Pfad aussehen sollte. Fakt ist, dass wir jetzt erst einmal hier an diesen Widerstandsbereich um 2.815 Punkte heranlaufen. Das sind hier die zwei Reaktionshochs, einmal vom Oktober und November, sodass wir hier natürlich eine sehr, sehr starke charttechnische Barriere haben. Hier haben wir auch hier das Zwischenhoch vom letzten Sommer 2.790 Punkte und hier natürlich die Hochs von Februar und März bei 2.800. Also das ist schon ein Brett, was jetzt der S&P 500 vor sich hat und sollte zumindest jetzt nicht im ersten Versuch da durchgehen, sondern
möglicherweise auch insbesondere jetzt im Dezember, das werde ich Ihnen nachher noch zeigen, Luft holen, um dann weiter zu steigen und diesen Widerstand hier herauszunehmen. Dann kommen wir zum Dow Jones. Ich gehe einfach die Reihe mal so durch. Natürlich präsentiere ich Ihnen heute die wichtigsten Indizes zu den US-Märkten. Dow Jones ist einer der am robustesten Indizes an der ganzen New York Stock Exchange. Hat auch hier die 200-Tage-Linie wieder locker und mit satter Dynamik nach oben durchbrochen. Das ist eigentlich mehr oder weniger hier so ein hochvolatiles Seitwärtsmuster. Aber auch hier ist eben noch Platz bis nach oben. Hier das nächste Zwischenhoch bei 26.280 Punkten und dann hier das Allzeithoch bei 26.950 Punkten. Also insofern kann der Dow Jones selbst im Rahmen einer schwankungsintensiven Seitwärtsbewegung einfach hier Tuchfühlung mit seinen Hochs aufnehmen. Ist für mich der charttechnisch beste Index im US-Universum. Schauen wir uns den nächsten Index an. Das ist der Dow Jones Transportation Average. Auch der hat eigentlich ein sehr, sehr günstiges Signal geliefert, hier mit dem Durchbruch über die 200-Tage-Linie bei 10.740 Punkten. Und der Transportindex, der weist natürlich einen sehr stark zyklischen Charakter auf, im Gegensatz zu den Industriewerten, die nicht so konjunktursensitiv sind. Also Transportsektor immer mit einer zyklischen oder sehr zyklischen Komponente. Und solange der Transportindex eigentlich noch einigermaßen gut läuft, und das tut er ja momentan, ist eigentlich hier in einer übergeordneten Seitwärtsbewegung drin. So lange spricht das auch noch für die US-Konjunktur, dass es also hier noch ein bisschen weiter nach oben gehen sollte. Und auch hier im Rahmen dieser seitwärtsgerichteten Handelsspanne kann der Transportindex noch einmal hier Tuchfüllung mit den Hochs aufnehmen. Interessant wird natürlich dann sein, weil wir natürlich ein Ende der Hosse in den USA erwarten für 2019. Ob wir dann auch an der Stelle, im Grunde ist es fast schon ein Muss, eine Divergenz zwischen dem Dow Jones Industrial Average und dem Dow Jones Transportation Average herausbilden. Sie wissen, im Rahmen der Dow-Theorie an wichtigen Wendepunkten, Hochs oder Tiefs, ist es sehr, sehr häufig so, dass beide Indizes sich dann nicht mehr gegenseitig bestätigen. Und da wird es also sehr interessant sein, wann wir eine solche Situation möglicherweise im ersten Quartal 2019 erreichen und wie wir es erreichen. Also da sollten Sie auch darauf achten in den kommenden Monaten, ob sich hier eventuell dann irgendwann eine Divergenz zwischen beiden Indizes anbahnt. Der nächste Index bzw. der nächste Markt, den ich Ihnen hier vorstellen möchte, ist der Philadelphia Semiconductor Index, der sogenannte SOX, hier in der Daily Candlestick-Einstellung. Sie sind das von mir gewohnt, dass ich den Index bringe. Das hat natürlich einen ganz wichtigen Grund. Die Halbleiterbranche ist sehr, sehr frühzyklisch und das heißt, wir bekommen vor dem allgemeinen Markt ein Signal, in welche Richtung der Markt nun geht. Und hier haben wir eben eine Top-Bildung abgeschlossen. Zuletzt gingen wir bekanntermaßen monatelang, eigentlich sind es sogar schon Quartale, die wir hier seitwärts gelaufen sind, immer hier schön spitz zulaufen, sodass man hier von einem Dreiecksmuster sprechen kann. Dieses Dreieck, ein Dreiecksmuster kann ja prinzipiell trendfolgend sein, aber eben auch trendumkehrend. In dem Fall hat es den Trend umgekehrt. Wir sind hier unten rausgefallen. Und dann war auch hier sehr interessant der Handelstag im Oktober, als wir beide gleitenden Durchschnitte der 200-Tage-Linie und der 250-Tage-Linie quasi fast auf einen Streich hier dynamisch unterschritten haben und dann auch nicht wieder zurückerobert haben. Natürlich versuchen wir uns hier irgendwo in dem Halbleitersegment an einer Bodenbildung, aber ich sage einfach mal, dass wir hier, da wo die zwei gleitenden Durchschnitte zusammenkommen im Bereich um 1325, 1330 Punkte, dass hier es kein Durchkommen für den Markt ergeben wird. Da ist also hier der Deckel drauf. Die gleitenden Durchschnitte drehen ja jetzt auch nach unten, also verlaufen abwärts gerichtet, sodass hier also eine sehr, sehr starke, markante charttechnische Hürde besteht. Und wir gehen davon aus, dass hier also der Halbleiterindex dann plus minus in diesem Bereich hier wieder nach unten abdrehen wird. Das Ganze schauen wir uns auch nochmal aus einer längerfristigen Perspektive an. Hier im Weekly Candlestick Chart. Hier kann man auch schön dieses langgezogene Dreieck erkennen. Und die gesamte Hosse, die hat ja hier Anfang 2016 ihren Anfang genommen. Eigentlich im Grunde genommen ohne größere Trendpausen. Es ging eigentlich relativ stetig hier nach oben. Und erst hier dann im vierten Quartal 2017, da fing dann diese Seitwärtsbewegung an, Distributionsprozess. Und jetzt sind wir eben hier unten rausgefallen. Und diese Aufwärtsbewegung, die wir jetzt nach oben machen, das ist erst einmal nur eine Aufwärtsreaktion, also eine Gegenbewegung auf die ersten Verluste und nicht der Beginn eines neuen mittelfristigen Aufwärtstrends. Insofern können wir hier davon sprechen, dass die Halbleiterwerte mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit sich in der Frühphase einer BES, also einem Bärenmarkt,
befinden. Gleich im Übergang dazu ein Blick auf den Nasdaq 100. Und dieser Index ist ja auch ganz, ganz wichtig, da er ja im Grunde das Zugpferd für die gesamte Hosse darstellt oder dargestellt hat, muss man jetzt sagen. Denn wir haben in den letzten Wochen doch relative Schwäche gesehen in diesem Segment. Was ist charttechnisch passiert? Zunächst einmal haben wir hier einen Doppeltop abgeschlossen, haben wir hier dick eingezeichnet mit dem Unterschreiten der 7400-Punkte-Marke. Und im Anschluss haben wir eben eine Serie niedrigerer Bewegungstiefs und Reaktionshochs gesehen. Und das Wichtige ist jetzt, dass wir in der letzten Bewegung nach unten, dass wir eigentlich kein sauberes Standbein mehr herausgebildet haben, wie in den vorangegangenen Indizes, die ich Ihnen gezeigt habe, sondern hier haben wir ein neues Korrekturtief markiert. Und das spricht erstmal dafür, dass die abwärtsgerichteten Kräfte hier jetzt strukturell allmählich Überhand gewinnen oder Überhand nehmen. Und insofern sollte also auch hier die laufende Reaktion erst einmal nur als Reaktion gesehen werden, nicht als Beginn eines neuen mittelfristigen Aufwärtstrendimpulses. Natürlich kann diese Reaktion noch weiter nach oben tragen insgesamt, aber wir sehen gerade hier eben im Bereich dieses vollendeten Doppeltops hier an der horizontalen um 7400 Punkte das mögliche Maximum einer weitergefassten Rallye, sodass wir also hier es mit einem Deckel vermutlich zu tun bekommen werden. Den Verlauf für den Nasdaq 100, den möchte ich daher einmal so skizzieren, wie Sie es hier im Wochenchart sehen. Und zwar haben wir hier ein erhöhtes Risiko, dass wir eine sogenannte multiple Kopf-Schulter-Formation herausbilden. Kopf-Schulter-Formation, ich sag mal, ist die Mutter aller Top-Formationen, aller Umkehrformationen. Und in dem Fall, denke ich, würden wir es hier mit einer multiplen Kopf-Schulter-Formation zu tun bekommen. Multiple deshalb, weil wir hier nicht idealtypisch eine Schulter haben, sondern so zwei Höcker. Und insofern würde eine fortgesetzte volatile Seitwärtsphase auf der rechten Seite hier, sprich also in der nahen Zukunft, vermutlich auch eben zwei Höcker bringen. Das heißt, wir würden jetzt noch nicht gleich nach unten abreißen, sondern würden jetzt erst noch einmal hier eine fortgesetzte Rallye sehen, dann gefolgt von einer Seitwärtsbewegung und erst im ersten Quartal irgendwann dann hier unten abkippen. Wenn wir das tun sollten, kann sich natürlich auch hier die Nackenlinie jeder einzeichnen in seinen Chart, dann wäre das endgültige Verkaufssignal also ein Durchbruch unter die Nackenlinie und da könnte man dann entsprechend ein Rückschlagsrisiko skizzieren. Dirk hat das ja schon im DAX gemacht, da kamen wir auf einen Wert von rund 10.000, genauer gesagt 10.100 Punkte und da könnte man das eben im Nasdaq dann auch so handhaben insbesondere für das zweite Quartal, wo dann voraussichtlich ja das Gros der Abwärtsbewegung dann laufen würde. Und ich sag mal, das ist eine relativ große Drohung, die der Chart hier ausspricht für mich. Denn wenn das Wirklichkeit werden sollte, dann wird es einige lange Gesichter geben. Ja, dann kommen wir mal zur Marktstruktur. Ich hatte Ihnen diesen Chart auch schon einige Male präsentiert. Das ist sozusagen das sind die Wertpapierkäufe auf Pump, sogenannte Margin-Wertpapierkäufe. Hier die Entwicklung in den letzten 20 Jahren. Das sind die blauen Balken. Und hier kann man sehr, sehr gut erkennen, dass wir immer, wenn wir in der Vergangenheit extreme Situationen, extreme Ausmaße angenommen haben, dass dann der Markt reif war für eine Korrektur beziehungsweise für einen Bärenmarkt, also die Herausbildung eines größeren Markttops. Zum Beispiel hier, das ist das Jahr 2000. Ich weiß nicht, ob Sie es gut erkennen können. Es ist ein bisschen klein hier. Aber da haben wir auch im Vorfeld dieses Markteinbruchs haben wir auch schon eine rückläufige Spekulation gesehen. Das heißt, immer wenn die Spekulation auf Pump ein extremes Ausmaß angenommen hat, dann ist das noch nicht das Markttop, sondern in aller Regel bildet sich eine Divergenz. Also die Spekulation ist im Vorfeld eines Bärenmarkts schon leicht rückläufig und dann kippt das Ganze. Das können wir auch hier sehr, sehr gut im Rahmen der allgemeinen Finanzkrise 2007, 2008 sehen, als hier die Spekulation zunächst einmal rückläufig war und wir dann das Top gebildet haben. Nicht ganz so krass im Ausmaß war es 2015. Da haben wir ja nur einen kleinen Einschnitt im Markt gesehen. Aber jetzt haben wir eben wieder eine extreme Situation. Und wenn sich das mal auf sich wirken lassen, das ist also ein 20-Jahres-Chart. Ja, und da haben wir eigentlich das extremste Ausmaß in der Geschichte erreicht, sodass also allein unter dem Aspekt hier schon ein relativ hohes Risiko besteht, dass wir jetzt tatsächlich in 2019
abkippen. Wohlgemerkt, wir brauchen natürlich als Charttechniker immer auch eine Formation. Aber natürlich haben wir jetzt auch Fantasie für eine Formation. Und deswegen glaube ich, dass wir 2019 ein sehr schwieriges Jahr bekommen werden. Elliott-technisch sieht es folgendermaßen aus. Ich hatte Ihnen ja immer wieder auch mal zwischendurch unser Elliott-Szenario gezeigt. Heute möchte ich das mal anhand des NYSE Composite machen. Also der NYSE Composite ist ja der breiteste US-Index, der im Grunde den gesamten US-Aktienmarkt abbildet. Und da haben wir seit Beginn 2016, also der laufende Aufwärtsimpuls begonnen hat, also auch eine relativ saubere 1, 2, 3, 4, 5 Struktur. Die Frage ist nur, ob wir eben das ultimative Top zumindest jetzt im breiten Markt schon gesehen haben oder ob wir nochmal hier eine 5 bekommen. Deswegen habe ich heute mal zwei mögliche Alternativszenarien auch mitgebracht. Das eine Szenario, was Sie hier sehen, das basiert einfach darauf, dass wir die gesamte Hosse eben noch nicht oder beziehungsweise das ultimative Top noch nicht gesehen haben, sondern hier erst einmal diese zwei Korrekturbeine, die wir 2018 bekommen haben, dass das jeweils die Wellen A und C der Welle 4 darstellen. Demzufolge müsste jetzt die finale Welle 5 begonnen haben, die noch ins Jahr 2019 hineintragen sollte. Aber auch hier wären wir im Q1, Q2 dann an einem Top angelangt. Möglicherweise würden wir auch keine neuen absoluten Hochs mehr bekommen, sondern das könnte natürlich genauso gut eine versagende fünfte Welle werden. Wichtig ist nur hier im Anschluss, dass wir einfach das hohe Risiko haben, dass wir dieses gesamte Gebilde, was wir hier etabliert haben, dass wir das nach unten verlassen. Und das wäre natürlich dann der größte Kursrückgang seit Beginn der Hosse in 2016. Alternativszenario, wie gesagt, würde darauf basieren, dass die Welle 5 schon gelaufen ist. Dann hätten wir sozusagen in der vierten Welle nur diese drei Schenkel A, B, C, die wir dann im Q1 gemacht haben bis Anfang April. Fünfte Welle wäre dann hier so ein Keil und würde keinen neuen Hochs mehr erreichen. Und dann wären wir sozusagen per Definition jetzt schon im Bärenmarkt drin, hätten mit dem jüngsten Korrekturbein die Welle A gemacht, würden jetzt B hochlaufen, auch nochmal hier in den Bereich der 5. Und dann auch hier im Q1, Q2 würde das Ganze dann abkippen und hier sich in Richtung C-Welle manifestieren. Im Grunde ist es also nicht so wichtig, genau zu wissen, welche Zählung jetzt die plausibelste ist. Denn beiden Szenarien ist ja eins gemein, nämlich dass wir hier ein wichtiges Top herausbilden. Und dieses Top, das würde dann eben dazu führen, dass wir den größten Kursverlust, wie gesagt, seit Anfang 2016 bekommen. Könnten also durchaus 20% innerhalb kurzer Zeit sein, die wir zwischendurch in 2019 mal abgeben müssen. Ja, dann schauen wir uns nochmal ein paar Folien zum Thema Sentiment, also der Stimmung am Markt an. Zunächst einmal hier die US-Privatanlegerstimmung mit dem prozentualen Anteil der Bullen. Schwankt eben hin und her, wie der Markt selbst auch. Ist ja ein relativ volatiles Geschehen momentan. Das wird auch reflektiert von den Bullen, die einfach hin und her springen. Momentan sind wir genau in der Mitte zwischen den zwei Extremen, wie Sie hier sehen können. Insofern haben wir es hier mit einer neutralen Situation zu tun. Gibt also jetzt keine große Entscheidungshilfe, gibt nicht viel her. Schauen wir uns den nächsten Chart an. 21-Tage-Put-Call-Ratio ist also auch so ein mittelfristiger Stimmungsindikator. Da können Sie auch sehen, sind wir genau in der Mitte zwischen dem extremen Pessimismus und dem extremen Optimismus. Also auch hier neutral. Insofern gibt uns dieser Chart auch keinen Mehrwert. Aber der nächste Chart. US-Privatanlegerstimmung mit dem prozentualen Anteil der Bären. Denn der ist zuletzt auf ein neues Jahreshoch geklettert. Das heißt, in dem jüngsten Korrekturbein, was wir im Markt bekommen haben, da haben wir den höchsten Bärenanteil seit Beginn des laufenden Jahres bekommen. Und der hat sich auch noch nicht so wirklich krass abgebaut. Und insofern ist hier zumindest noch Potenzial gegeben, dass der Markt also mittelfristig unterstützt ist. Und weshalb wir eben auch davon ausgehen, dass er noch ein bisschen nach oben laufen kann, bevor der nächste Hochpunkt, den wir in Q1, Q2 vermuten, durchlaufen werden kann. Gerade auch im Hinblick jetzt auf den bevorstehenden Jahreswechsel sollte uns das nochmal zu einem freundlichen Markt verhelfen. Dann schauen wir uns nochmal die Zyklik an. Hier der Blick auf den vierjährigen US-Präsidentschaftswahlzyklus in einem Zwischenwahljahr. Wollte ich auch nochmal rekapitulieren zum Jahresende, dass es eigentlich nur zwei Situationen gab unterjährig, in denen der zu erwartende Verlauf, zumindest auf der Zeitebene, uns keine gute Blaupause geliefert hat. Das war einmal hier zum Jahresbeginn. Ja, da ist der Dow Jones ja nach oben bekanntermaßen richtig weggelaufen, explodiert, vertikal.
während der Zyklus uns gesagt hat, hier, Moment, wir müssen vorsichtig sein. Und die andere Situation, die war hier im September, als der Markt dann tatsächlich nach oben gelaufen ist nochmal, während der Zyklus eigentlich hier schon abwärts gerichtet war. Aber ansonsten hat dieser Zyklus, der vierjährige US-Präsidentschaftswahlzyklus, uns eine sehr gute Blaupause geliefert, sehr gute Leitplanken vorgegeben. Und insbesondere in den letzten Wochen hat er wieder sehr, sehr gut funktioniert. Deswegen bringe ich ihn heute auch. Hier sehen Sie den Knick nach unten. Dann sind wir nach oben gelaufen und hier auch wieder die Delle. Wichtig ist hier immer auf diesem Chart, dass die Zeitebene vor Preisebene geht. Das ist immer bei der Zyklusanalyse. Da geht es um den Faktor Zeit und weniger um den genauen Kursverlauf. Und jetzt wird es interessant kurzfristig. Der Dirk hat es ja auch schon vorhin angedeutet, dass wir in der ersten Dezemberwoche normalerweise ein gutes Umfeld haben. Das sehen wir auch jetzt momentan, dass dann aber ab der zweiten Woche so ein typischer Dezemberknick erfolgt in aller Regel, bevor es dann Richtung Weihnachtsrallye geht. Und ich könnte mir also auch vorstellen, dass wir dieses Jahr so einen ähnlichen Verlauf nehmen, dass wir noch ein bisschen freundlich laufen, dass dann nochmal ein bisschen was zurückkommt und wir dann insbesondere kurz vor Weihnachten, dann zwischen den Jahren und dann in den ersten Januartagen, dass wir da nochmal nach oben laufen. Wenn wir uns nämlich das kurzfristige Sentiment angucken, ich hatte Ihnen eben gerade die 21-Tage-Put-Call-Ratio gezeigt, jetzt zeige ich Ihnen die 5-Tage-Put-Call-Ratio, also einen kurzfristigen Stimmungsindikator. Da können wir nämlich erkennen, dass die Absicherungen jetzt nur so geflogen sind, gerade in der Aufwärtsbewegung des Marktes. Da sind die Leute also sehr, sehr bullisch geworden. Deswegen geht der Indikator, die 5-Tage-Put-Call-Ratio, hier relativ steil nach unten. Wir sind also jetzt schon im Bereich des extremen Optimismus und insofern sollte der Markt jetzt nicht mehr allzu lange nach oben laufen, möglicherweise eben nur noch ein paar Tage, bevor dann der Dezemberknick sich durchsetzt. Aber auch der, wie gesagt, ist nicht schlimm, denn dann können wir mit einer Weihnachtsrallye rechnen. Ja, dann noch einen Ausblick auf 2019. Was können wir hier erwarten? Dirk hat es ja auch angedeutet, die Zyklentechnik. Zumindest der US-Präsidentschaftswahlzyklus, der sagt uns ein extrem bullisches Aktienjahr 2019 voraus. Ja, hat natürlich auch was damit zu tun, was da im Hintergrund steht, nämlich dass der amtierende US-Präsident, der ja wiedergewählt werden will, der muss dann natürlich im Vorwahljahr die Saat legen, um halt im Wahljahr eine gute Konjunktur zu haben. Deswegen versucht er es mit allen Mitteln anzuschieben, natürlich auch mit Hilfe der Fed, also mit geldpolitischen Maßnahmen, mit fiskalpolitischen Maßnahmen. Aber der entscheidende Punkt ist, dass wir ja eigentlich gerade in dem laufenden Zyklus relativ viel von dem Pulver verschossen haben. Trump hat ja die Steuerreform initiiert und wir dürfen nicht vergessen, dass die Fed auf einem Zinserhöhungspfad momentan ist. Und deshalb glaube ich, dass dieser Chart, den Sie hier sehen, dass man den wahrscheinlich relativ schnell in die Tonne kloppen kann 2015 und dass er nicht funktionieren wird. Dito sage ich für den Dekadenzyklus voraus. Der läuft natürlich ein bisschen anders wie der Vierjahreszyklus, ist aber für 2019 auch extrem bullisch, wie Sie hier sehen können. Wir haben zwar hier ein relativ schwaches Auftaktquartal, beziehungsweise die ersten 6 bis 8 Wochen sind insbesondere schwach, aber dann haben wir einen langgezogenen Aufwärtspfad bis September und das dauert mir im Grunde zu lange. Ich erwarte jetzt keinen Markttop im Dezember, sondern, wie ich es Ihnen angedeutet hatte, Q1, Q2. Natürlich lassen wir das den Markt entscheiden, aber wir werden das auf Herz und Nieren prüfen, von Woche zu Woche weiter verfolgen und bin ich gespannt, ob wir tatsächlich hier recht bekommen und im ersten Halbjahr, insbesondere im ersten Quartal, einen Top bilden können. Und hierzu noch vorletzte Folie. Nochmal rekapitulieren. Die Vorwahljahre 2011 und 2015, sogenannte atypische Vorwahljahre, die eben auch nicht den zu erwartenden unterjährigen Verlauf gebracht haben. Auch hier war es so, Obama war in der Situation, dass er auch mit der Finanzkrise natürlich zu kämpfen hatte. Und auch den Markt extrem vorher schon anschieben musste. Das heißt, da war auch viel von dem Pulver verschossen. Und insofern war dann einfach nichts mehr, kein Material mehr vorhanden, um den Markt hier weiter anzuschieben. Deshalb hat der Markt auch hier 2011 und 2015 jeweils deutlich vor dem zu erwartenden Zeitpunkt das Hoch jeweils gemacht. Das waren hier beides Mal im Mai. Wir haben die Verläufe nochmal hier, blau ist 2011 und orange 2015. Hier nochmal skizziert. Und insofern gehe ich davon aus, dass wir 2019 eine ähnliche Situation bekommen werden. Wie gesagt, Pulver ist verschossen. Vorwahljahr gleichwohl bullisch zu erwarten. Aber was soll da noch kommen?
Elliott Wave sagt mir, dass wir möglicherweise in der fünften Welle sind, beziehungsweise die fünfte Welle schon hinter uns haben. Wir haben Wertpapierkäufe auf Pump, die Rekordniveaus erreicht haben. Wir haben steigende Zinsen. Also wir haben eigentlich alle Zutaten, muss ich sagen, die darauf hindeuten, dass die Hausse beendet wird. Es geht einzig und allein nur noch um das konkrete Timing. Und wie gesagt, das können wir nur eingrenzen, indem wir auf Sicht fahren und von Woche zu Woche denken, uns die Muster anschauen, die Stimmung und so weiter. Ja, aber mit dieser Geschichte möchte ich Sie jetzt gerne entlassen, möchte nochmal ein Fazit ziehen, was wir hier, was unsere wesentlichen Aussagen sind. Ja, zum einen nach der Herausbildung des zweiten Standbeins, was etwas tiefer gegangen ist, als wir es uns eigentlich ursprünglich gedacht hatten, denke ich, dass insgesamt der Pfad holpriger wird. Dennoch, per Saldo sollten wir mittelfristig, und mittelfristig, da reden wir über einen Zeitraum von 4 Wochen bis 6 Monaten, also das ist dann nicht mehr kurzfristig, gehen wir davon aus, dass die Bewegung auf der Oberseite stattfinden wird. Die läuft ja auch schon. Und dass der Dow und der S&P 500 nochmal in die Nähe der Allzeithochs gelangen können. Vielleicht sogar auch tatsächlich nochmal neue Allzeithochs generieren. Beim Nasdaq wird es hingegen schwieriger. Da haben wir die Kopf-Schulter-Formation auf der Agenda. Und dann denken wir, dass es einen sehr, sehr großen Einschlag geben wird, den größten Einschlag der letzten Jahre. Und da können wir damit rechnen, dass wir von der Spitze zum Tief einmal 20-25% Abschlag bekommen werden. Das war's von meiner Seite und dann gebe ich zurück an dich, Markus. Ja, vielen Dank. Ich werde mir jetzt ganz kurz die Moderatorenrechte am Ende zurückholen. Dauert einen kleinen Moment. Ja, wir haben jetzt in den letzten knapp 40 Minuten einen sehr, sehr guten Überblick bekommen von Dirk und Armin über die internationalen Finanzmärkte und wie es da aus der technischen Brille heraus ausschaut. Dirk hat es eingangs erwähnt, dass nach dem Gipfel am Wochenende, G20-Gipfel, die Märkte heute morgens haben sie wahrscheinlich oder haben sie ja alle gesehen, gegappt sind da oben. Jetzt ist es eben einfach mal an der Zeit zu schauen, wie diese überkaufte Situation, ob es eine überkaufte Situation ist, wie das sich abbaut über die nächsten Tage. Und wir haben heute ja auch schon während des Tages gesehen, dass die entsprechenden Indizes dann über den Tagesverlauf gebröckelt sind. Jetzt ist es eben einfach zu schauen, wie sich in der zweiten Monatshälfte um Weihnachten herum, ob es sich dann nochmal zu einer Weihnachtsrallye entwickeln könnte und man vielleicht dann nochmal entsprechend zu dem einen oder anderen Long greift, zu der Long-Position, eine Long-Position aufmacht. Aus diesem Grund haben wir einfach gesagt, heute wollen wir uns erstmal im Hintergrund halten und auf Sicht fahren. Das hatte ja Armin eben auch gesagt, weil es nicht wirklich klar ist, in welche Richtung es da geht. Und deswegen einfach mal keine Trading-Strategie heute anbringen. Deswegen möchte ich Ihnen aber auf unserer Internetseite mit den Produktfiltern nochmal zeigen, wie Sie agieren können, wenn Sie das noch nicht wissen, um entsprechend einen zum Beispiel Endlos-Turbo oder Mini-Future entsprechend auszuwählen und dann vielleicht eine Long-Position aufzumachen. Aber das Gleiche gilt natürlich dann auch von der Auswahl her für eine Short-Variante. Ich würde da gerne einsteigen, nochmal für diejenigen, die unsere Seite nicht kennen, dauert auch gar nicht lang. Ich will sie doch dennoch einmal kurz durchführen. Unsere Internetseite für die derivativen Produkte www.dzbank-derivate.de hier oben. Und jetzt haben Sie hier verschiedene Reiter in dem oberen Drittel der Seite, Produkte, Märkte, Magazin, Infoservice. Sie könnten jetzt auf Produkte klicken und sich das entsprechende Tool raussuchen, das entsprechende Vehikel, zum Beispiel ein Endlos-Turbo. Aber einfacher ist es vielleicht, und das hatten Sie ja auch auf der Folie gesehen, dass wir uns den DAX anschauen, exemplarisch, dass Sie hier oben dieses Suchfeld einfach nur DAX eingeben und dann bekommen Sie so viele Informationen. Sie brauchen also gar nicht Umwege zu gehen, sondern Sie fahren vielleicht hier runter, da sind die entsprechenden Produkte. Wir wollen ein Hebelprodukt auswählen. Da haben Sie hier Faktor, Sie haben Discount-Optionsscheine und da sind wir schon beim Endlos-Turbo. Sie könnten auch ein Mini-Future unten drunter nehmen. Aber wenn wir hier draufklicken, Endlos-Turbos auf DAX Performance Index, dann geht das nächste Feld auf und Sie haben hier auf der linken Seite die entsprechende Navigationsleiste, unseren Filter. Und dann haben Sie den Vorteil, dass Sie entsprechend schon den Basiswert DAX hier oben drin haben. Sie haben das Hebelprodukt, den Endlos-Turbo ausgewählt. Sie brauchen eigentlich nur noch 2 Schritte. Sie brauchen nur noch die entsprechende Richtung hier auszuwählen, Long, Short. Ich würde jetzt einfach exemplarisch hier die Long-Version mal anklicken. Dann sehen Sie, auf den DAX haben wir 605 Long-Produkte, Endlos-Turbos. Und dann müssen Sie die natürlich auch noch filtern und da bleiben Ihnen entsprechende Parameter zum Filtern.
Zum einen, und das ist wahrscheinlich das Einfachste da immer, können Sie hier nach Hebel dann sortieren. Klicken hier drauf. Sie können auch nach Knockout-Barriere oben drüber sortieren, aber wir machen jetzt mal die Hebel-Version. Dann geht ein Feld auf, Hebel, und da würde ich jetzt ganz gerne nochmal das entsprechende Universum oder Spektrum verkleinern. Ein Einer-Hebel bis, sagen wir, ein Zehner-Hebel. Gehen auf die Weiter, auf die Tab-Leistung. Sehen Sie auch alleine schon in dem Bereich zwischen 1 und 10 haben wir immer noch 441 Produkte. Und wenn wir das vielleicht nochmal modifizieren auf 5, dann wird es langsam etwas weniger, sind immer noch 200 Produkte. Aber dann haben Sie es schon mal gefiltert. Sie könnten natürlich auch hier sagen, nee, ich will einfach nur 4 bis 5er Hebel. Und dann sind es immer noch 73 Produkte. Ja, also es ist wirklich eine ganz, ganz enge und große Palette, die wir hier auch haben. Und dann sehen Sie auf der rechten Seite die Matrix. Und da können Sie jede WKN entsprechend dann anklicken und bekommen mehrere Informationen noch. Das ist, wie gesagt, der Überblick, der Ihnen einfach nur sagt, okay, das ist die WKN. In der nächsten Spalte haben wir den Hebel. Dann gibt's entsprechende Informationen zum Abstand, zur Knockout-Schwelle, prozentual wie absolut, den aktuellen Basiswertkurs, dass es ein Endlos-Turbo ist, wann der letzte Preis gestellt wurde. Das ist hier auf der Webseite so angegeben. Und Sie sehen den Geldbriefkurs. Klicken wir einfach mal auf einen Wert. Dann gibt es natürlich noch viel mehr Informationen. Sie sehen unter anderem, die Basisinformation ist ja schon in der Überschrift gegeben. Einmal Endlos Turbo Long mit dem entsprechenden Basispreis. Open End und der Basiswert ist der DAX. Und es gibt noch viel mehr Informationen. Hier oben nochmal zusammengefasst, die wichtigsten Informationen oder Eckdaten, darunter ein Chart, den Sie verändern können und darunter dann Stammdaten. Also Sie sind hier mit entsprechenden Broschüren, die Sie als PDF noch bekommen können, ob das dann einfach die technischen Gegebenheiten Ihnen dann nochmal erklärt, wie diese Produkte funktionieren, wenn man da nochmal nachlesen möchte. Das haben wir hier unten dann auch nochmal als PDF-Dokumente beigefügt. Und so kommen Sie sehr, sehr schnell dann zum entsprechenden Produkt und können super filtern, auch nach anderen Basiswerten. Wenn ich also jetzt einen Schritt zurückgehe, dann habe ich die Möglichkeit, hier vorne mit in der Regel 4 bis 5 Klicks entsprechende Produkte zu finden. Und das geht eben ganz, ganz schnell. Ja, das wollte ich Ihnen gezeigt haben. Als nächstes gibt es dann nochmal eine Vorschau auf die nächste Woche, was Sie da bei uns erwartet. Nächste Woche am 12.12. wieder zur gewohnten Zeit um 19 Uhr übernimmt mein Kollege Falco Block die Überschrift des nächsten Webinars. Sie sehen es hier, Jahresausblick 2019, sicherlich auch ein sehr spannendes Thema. Da geht es dann um Themen, die uns natürlich auch in 2019 weiterhin beschäftigen werden und die Märkte dominieren werden. Unter anderem, Sie sehen es hier, wir haben es einfach mal so aufgeführt, Handelskrieg, Brexit und Italien. Und ja, Sie sehen dann einfach, werden ein kleines Gespür dafür bekommen, welche Chancen und Risiken da im nächsten Anlagejahr auf Sie warten, auf uns alle warten. Und das ist dann eher so ein bisschen beleuchtet von der fundamentalen analytischen Seite. Zu Gast bei uns dann unser Chefstratege Christian Kahler, der sich sehr, sehr gut mit der fundamentalen Analyse auskennt, wird für Sie dann exklusiv die Märkte analysieren. Und würden uns freuen, wenn Sie nächste Woche mit dabei sind, wieder mit von der Partie sind. Ja, wir sind dann auch soweit durch. Ein bisschen schneller als eine Stunde haben wir es geschafft. Knapp 50 Minuten. Ich möchte mich ganz herzlich bei Dirk und Armin bedanken. Fragen, die noch offen geblieben sind, werden dann im Nachgang beantwortet und Ihnen dann zugesandt. Ja, es war eine spannende Woche. Ich hoffe, dass Sie einen schönen Abend noch haben von dem, was übrig bleibt, und ein glückliches Händchen beim Trading. Und mir bleibt nichts anderes zu sagen, als wir sehen uns dann hoffentlich oder hören uns dann in 2 Wochen. Die nächste Woche macht, wie gesagt, der Kollege Falco Block. Und ich bin dann kurz vor Weihnachten nochmal für Sie da. Würde mich freuen, wenn Sie auch dann mit von der Partie sind. Machen Sie es gut, einen schönen Abend und danke fürs Zuhören.